25. Als sich Doc Jane mit dem Handy am Ohr und im Flüsterton sprechend entfernte und Mörder und die Wissenschaftlerin zurück in die Küche gingen, drehte sich John zu dem Sofa um und sah den Prätrans an, der unter einer Decke saß und alles mit großen, erschöpften Augen ansah. John hob die Hände in Richtung des Kleinen. »Hi«, antwortete der Junge. »Redest du nicht?« John schüttelte den Kopf und ging zu einem Schaukelstuhl. Als er sich setzte, knarrte das Ding, als wolle es unter seinem Gewicht zusammenbrechen. Aber irgendwie hielt ihn die Antiquität doch. »Was ist mit deiner Stimme passiert?« fragte der Junge. »Wurdest du verletzt?« John schüttelte den Kopf und zuckte dann mit den Schultern. »Du wurdest so geboren und weißt nicht, warum.« Als John nickte, sah der Kleine traurig aus. »Das tut mir leid.« John zuckte wieder mit den Schultern und hob die Hände zu einer hilflosen Geste. Von wegen, was soll man machen? Dann zeigte er in den anderen Raum zu Doc Jane und hob den Daumen. »Vertraust du ihr?« John legte die Hand aufs Herz, schloss die Augen und nickte. »Du würdest ihr dein Leben anvertrauen.« John machte das Okay-Zeichen. Dann deutete er auf den Jungen und machte das Zeichen noch einmal. »Du glaubst, ich werde wieder gesund?« John nickte, legte die Hand aufs Herz und hob dann Zeige und Mittelfinger. Der Junge lächelte. »Großes Ehrenwort!« John deutete auf ihn. Dann tat er, als finge er etwas aus der Luft auf. »Ich hab's erfasst!« John machte wieder das Okay-Zeichen. Der Junge wurde ernst. »Ich wusste, dass meine Mom tot ist. Gestern Abend habe ich in meinem Käfig geschlafen und plötzlich habe ich gespürt, wie mich jemand wachrüttelt. Als ich mich aufsetzte, hatte ich das Gefühl, als säße sie neben mir. So wie früher. Wir beide zusammen. Da habe ich sie so sehr vermisst. Und dann ging das Gefühl weg. Es war, als hätte sie mich auf ihrem Weg hinter den Schleier besucht.« John nickte, legte die Hand aufs Herz und rieb darüber. »Danke. Ich weiß das zu schätzen.« Als John wieder nickte, holte der Junge tief Luft. »Ich habe der Ärztin gesagt, wie der letzte Monat war. Die Menschen im Labor waren aufgeregt, weil meine Werte so durcheinander waren. Meine Mom hat mir gesagt, wenn ich so lange lebe, soll ich nach Anzeichen Ausschau halten, dass meine Veränderung kommt. Außerdem hat sie mir gesagt, dass ich vor Beginn der Transition aus dem Labor entkommen muss. Die Menschen wüssten nicht, wie sie mich durchbekommen sollen.« John schüttelte den Kopf. Dann legte er seine Uhr frei, tippte darauf und deutete auf den Jungen. »Wie alt ich bin? Ich bin 20. Das glaube ich zumindest. Manchmal weiß ich nicht so genau, ob ich die Jahre richtig zähle. In meinem Kopf ist ein ziemliches Durcheinander. Meine Mom hat mir gesagt, ich würde die Veränderung ungefähr mit 25 durchmachen. Aber dass es durch den Stress auch früher oder später sein könnte.« John ließ den Kleinen sich aussprechen und dachte, das Gute am Stummsein war, dass man den Leuten viel Raum lassen konnte, um zu erzählen, wie es ihnen ging. Und je länger der Kleine redete, desto weiter kehrte er in seine eigene Vergangenheit zurück. Damals, als er dürr gewesen war und in diesem Rattenloch hauste, die Selbstmordhotline anrief und betete, Marys Stimme am anderen Ende zu hören. Der Junge war genauso verwirrt, wie er es gewesen war. Und genau wie John
war er gerade noch rechtzeitig gefunden worden. Gütiger Himmel! Ihm wurde ganz schlecht bei dem Gedanken, was mit dem Prätrans passiert wäre, wenn er in dieser Nacht nicht befreit worden wäre. Denn der Kleine hatte recht. Die Menschen hätten ihm kein weibliches Wesen der eigenen Spezies besorgt. Ach, verdammt, sie wussten wahrscheinlich nicht mal, dass sie das hätten tun müssen. Und wenn er die Transition ohne die richtige Vene begonnen hätte, wäre er einfach gestorben. Leider starben die Jungen manchmal trotzdem, selbst wenn sie Hilfe hatten. Große Sorge breitete sich in Johns Brust aus. Aus irgendeinem Grund wollte er nicht, dass dem Jungen etwas zustieß. Schon eigenartig, wie ein völlig Fremder, mit dem man etwas gemein hatte, so schnell zur Familie werden konnte. »Hattest du Angst, als du durch die Veränderung gegangen bist?«, fragte der Kleine. John nickte und deutete dann auf sich selbst und hob den Daumen. »Aber du hast's geschafft und du bist stark und es geht dir gut.« Als John wieder nickte, holte der Junge tief Luft. »Glaubst du, sie lassen die Menschenfrau bei mir bleiben? Und den großen Vampir?« John nickte, auch wenn er nicht genau wusste, was passieren würde. »Aber hey, die Bruderschaft würde den Jungen sicherlich mal in Ruhe lassen.« Und er stand sehr kurz vor der Transition. John konnte es riechen. »Ich will einfach nicht...« In seinen Augen schimmerten Tränen. »Ich war sehr lange allein und hab Angst.« John deutete auf den Kleinen, dann auf seine eigene Brust. Dann zog er die Oberlippe nach oben und tippte sich mit dem Finger an den Reißzahn. Danach machte er eine Schneidebewegung vor seinem Hals. »Du warst auch allein? In der Menschenwelt?« John nickte grimmig. »Ehrlich? Ich dachte, ich sei der Einzige.« Der Junge holte wieder Tiefluft. »Irgendwie ist das gut zu wissen, dass es nicht so ist.« Als John wieder nickte, lächelte der Junge leicht. »Nichts für ungut. Aber mir wäre es lieber, wenn wir einen Lottogewinn als Gemeinsamkeit hätten.« Die beiden lachten. Der Junge mit Ton, John ohne. Nicht, dass der Unterschied von Bedeutung gewesen wäre. Mit dem Immunologie-Argument hatte Sarah alles auf eine Karte gesetzt. Ihr Instinkt sagte ihr, dass ihre Zeit mit der Gruppe zu Ende ging. Irgendwie würden sie entweder verschwinden oder sie verschwinden lassen, wenn auch nicht in einem sterblichen Sinn. Sie hatte sich keinen Augenblick bedroht gefühlt oder um ihr Leben gefürchtet. Doch dieser geheimnistuerische Zusammenschluss von, sie wusste auch nicht was, besaß Mittel, Talent und Verstand, und sie wollten sich eindeutig bedeckt halten. Sie dachte an den Wachmann bei Biomed, an Creighton selbst. Die Kommandotruppe hatte die Kontrolle über diese Männer übernommen. Aber sie konnte nicht im Mindesten erklären, wie. Und dass sie so wenig von den Geheimnissen verstand, machte sie nur noch neugieriger. War das die Forscherin in ihr? Oder vielleicht doch viel niedrigere Instinkte? Ihr gegenüber in der Küche lehnte der Soldat mit den schwarz-roten Haaren mit dem Rücken am Küchentresen und sah sie so nachdenklich an, wie es normalerweise Frauen erging, die nicht so waren wie Sarah. Und nein, sie meinte damit nicht, sie sei nicht attraktiv. Doch dieser Schlafzimmerblick, dieses unverhohlene Starren, die erotische Aura um seinen starken Körper, galten normalerweise eher Frauen, die ihre Sexualität offen zur Schau trugen
und auf die Währung Sex im Austausch gegen männliche Aufmerksamkeit setzten. Außerdem war sie inzwischen völlig verschwitzt und zerzaust in diesem verfluchten Schutzanzug. Es sei denn natürlich, er hätte einen Wetterballon-Fetisch. Sie haben mir noch gar nicht Ihren Namen gesagt, platzte sie raus. Als er mit seiner Antwort zögerte, musste sie lächeln. Streng geheim. Was? Ist der wichtig? Damit fangen die Leute normalerweise an, wenn sie einander kennenlernen wollen. Plötzlich wurde seine Stimme tiefer, der Ton intensiver. Möchten Sie mich denn kennenlernen? Die Worte waren so einfach. Die Frage hinter dem Schleier dieser Silben allerdings war alles andere als das. Sarah blickte auf ihre Hände hinab. Es ist so lange her, dachte sie. Tut mir leid, murmelte er. Ja, sagte sie ohne aufzublicken. Ich möchte sie kennenlernen. Wieder stieg ihr dieser Duft, dieses Parfums, das er trug, in die Nase. Und sie hätte schwören können, allein von dem Geruch wurde sie high. Plötzlich schien sie in ihrem eigenen Körper zu schweben. Sarah? Mit einem tiefen Atemzug schüttelte sie den Kopf. Ich bin nicht gut in sowas. Gut. In was? Sie hätte ihm gern gesagt, dass sie seit Garys Tod mit niemandem mehr zusammen gewesen war. Aber sie wollte nicht darüber nachdenken. Man durfte sein Leben weiterführen. Oder? Und er war schon seit 2 Jahren fort. 2 Jahre, denen viele einsame Nächte vorausgegangen waren. Inmitten all dieser dramatischen Ereignisse, in diesem Sturm unbegreiflichen Ausmaßes, stellte sie nun mit Verwunderung fest, dass sie sich nur zu gern von allem befreien wollte, von ihrem eintönigen Leben, ihrer komplizierten Trauer, dem Gefühl, irgendwie ihre Zukunft verpasst zu haben, weil nichts so gekommen war, wie es hätte sein sollen. Gary Ford, sie allein. Jetzt ihr Job höchstwahrscheinlich Geschichte, weil sie bei ihrem eigenen Arbeitgeber unbefugt eingedrungen war, einen gefangenen Patienten befreit hatte und mit einem Haufen Kommandosoldaten auf der Flucht war, die so weit außerhalb des Systems lebten, dass sie ihre eigene medizinische Versorgung hatten. Und sie selbst? Hallo? Ihr schlimmstes Verbrechen bisher war gewesen, zu dicht an einem verdammten Feuerhydranten geparkt zu haben. Sarah rieb sich über die schmerzenden Schläfen. Scheiße! Vielleicht kam ein Teil ihrer Verwirrung und überkochenden Emotionen daher, dass sie sich von diesem Fremden angezogen fühlte. Er war ein anonymes Ventil für all die Energie, die sie irgendwie nicht bändigen konnte. Als eine Bodendiele knarrte, blickte sie auf. Er stand vor ihr, dieser unglaublich große Mann mit diesen Haaren und diesen golden glänzenden Augen. Dieser Körper. Okay, gut. Die Anziehung ging wahrscheinlich von seinem Körper aus. Er wäre ein unglaublicher Anblick, wenn er nackt in zerwühlten Laken läge, wenn man die ganzen Muskeln betrachten konnte und sein Liebesschwert ganz groß und Liebesschwert? Hatte ihr Gehirn das wirklich gerade ausgespuckt? Und bitte, Gott, das hatte sie hoffentlich für sich behalten. Sarah? Es klang wie eine Liebkosung, wie er ihren Namen sagte. Etwas Greifbares, nicht nur Laute in der Luft. Und als sie ihren Augen erlaubte, seine Brust hinab zu seinen Hüften zu wandern,
wurde mehr als klar, dass er der sexuellen Spannung zwischen ihnen problemlos Taten folgen lassen konnte. Er war erregt und bemühte sich nicht im Geringsten, es zu verbergen. »Ja«, sagte sie. Als er weitersprach, wurde ihr bewusst, dass sie in Wahrheit die Frage beantwortet hatte, die seine Erregung stellte. Sie wusste nicht, wo, und sie wusste nicht, wann, aber sie und dieser Fremde würden zusammen sein. Die Ärztin kam in die Küche. »Okay, wir holen sie mit ins Boot. Wir tun es.« »Ja«, dachte Sarah bei sich, als sie vom Tisch aufstand. »Das werden wir.«